Herr Dr. Brandkamp, bitte beschreiben Sie die Aktivitäten des Hightech-Gründerfonds. Ja, der Hightech-Gründerfonds investiert in sehr, sehr junge Unternehmen, die aus der Forschung kommen, die aus der Garage kommen. Und die werden mit initialem Geld ausgestattet, 600.000 Euro, und aktiv begleitet. Wir versuchen dort Experten ranzuholen, wir versuchen dort Netzwerke zu entwickeln, um diesen Unternehmen ja, den Erfolg zu ermöglichen. Insbesondere auch die weitere Anschlussfinanzierung, die in der Regel nötig ist, versuchen wir zu organisieren über die Kontakte, die wir inzwischen haben. Unsere Fonds haben insgesamt 570 Millionen Euro zur Verfügung und die haben wir in ja, inzwischen über 450 Unternehmen investiert. Aktuell versuchen wir auch einen dritten Fonds aufzubauen und das Geld kommt zum Teil vom Steuerzahler über das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, die KfW und über viele private große Unternehmen, die Innovationen voranbringen wollen und die mit uns zusammenarbeiten, um diese Kooperation mit den Startups zu entwickeln. Wie stehen Sie zu dem Thema auf dem Kongress hier in Richtung öffentliche Gelder und privates Geld in diesem Ökosystem? Ja, wir haben selber etwa 85% privates, öffentliches Geld bei uns im Topf. Und wir glauben, dass das Verhältnis zwischen öffentlichem und privatem Kapital ausgewogen sein muss. Umso jünger die Unternehmen sind, umso höher darf der Anteil sein, der von der öffentlichen Hand kommt, weil die Risiken in besonderer Weise hoch sind. In späteren Phasen sollte sich das dann drehen. Das ist bei uns auch der Fall. Wenn wir investieren in der Seed-Phase, investieren wir eben mit etwa 85% öffentlichem Geld. Und die Anschlussfinanzierungen, die passieren mit etwa 80% privatem Geld und nur 20% öffentlichem Geld. Das heißt, wie es gelingt, diese Unternehmen an den privaten Investor heranzuführen, sie zu qualifizieren und dann weiterzuentwickeln. Wir wollen keine Staatsunternehmen hier an den Markt bringen. Ist diese Struktur in Deutschland ähnlich wie in anderen Ländern oder ganz anders? Ja, es gibt in allen Ländern, sogar auch in den USA, staatliche Aktivitäten, um diesen ganz frühen Markt, wir nennen das Seed-Markt, zu entwickeln. Von daher sind da unterschiedliche Instrumente am Start, aber die Aktivitäten sind überall ähnlich.